Jawohl, die MG42, Baby, nice, Digga. Ich hab beide gepoppt, aber nichts anderes. Ich bin gerade gelandet und wollte dir helfen. Jane Doberek, meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Channel. Ich küsse doch dein Herz, dass du wieder am Start bist und hier mein Channel abcheckst, beziehungsweise das Video hier. Heute geht es um eine sehr kranke Laserwaffe, also unnormal krank, kann ich wirklich empfehlen. Allerdings nur auf mittlere Range, das ist wichtig bei der Waffe. Auf Long Range würde ich lieber eine Sniper empfehlen, ist natürlich klar, Digga, dumme Sache, die ich hier gerade sage. Allerdings die MG42 auf Long Range nicht so, kann man zwar noch handeln, wenn man ein bisschen gegen andrückt, ansonsten hat die zu großen Recoil auf Long Range. Close Range auch geisteskrank, allerdings braucht die zu lange in Scope, finde ich. Da ist lieber eine MP40 besser oder die Cooper oder was auch immer. Aber auf Midrange, finde ich, ist es die beste Waffe, sage ich so, wie es ist. Auf Midrange ist die Waffe geisteskrank. Ich hoffe, mit den Highlights wird es klar, wie die Waffe sich spielen lässt. Viel Spaß mit diesem Video, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ja, rein da. Bedrohung ist immer noch rot, ne? Ich würde es nur mal anspielen. So halt. Hey. Da auf dem Dach, oder was? Unten auf dem Balkon. Und einmal auf dem Dach. Eieiei. Beggy, gib dir das Platten. Danke. Absolut nicht, danke, oder? Und ihr könntet uns noch wiederholen. Dann könnten wir die wahrscheinlich flankieren, irgendwie von der Seite oder so. Obwohl, nee, die sind sogar gerade da unten. Alles gut, jetzt Zeit. Ich hab die alle schön geholt, Baggy. Also einen noch auf jeden. Wo waren die? Markier mal. Okay. So richtige Gründe, die nur Väter raushauen. Vor allem, er redet so, wird immer leiser, macht Tür zu. Er merkt nicht so, mag gar keinen Sinn. Ist so ein Laser krank. Laser alles weg. Ich hab das Video meiner Freundin gezeigt, sie meint, oh mein Gott, wie süß, wie er sich freut. Hast du wieder Freundin oder was? Mhm. Ja, was geht, eskaliert. Da, Gegner. MG42 Laser, Baby, Junge! Tot. Ich schoss von wo? Nice, Junge. Wo war der? War der bei mir? Ich war vorne. Oh, Digga, so wichtig, dass du den hast. Ich weiß nicht mehr, was ich hier machen soll. So, meine Freunde der Sonne, kommen wir jetzt auch schon zum Klassensetup. Sorry für die Beleuchtung hier gerade links, aber das Zimmer ist eigentlich ganz schön dunkel. Nur hier Fenster sind links und deswegen seht ihr mich hier ein bisschen zu hell. Also sieht scheiße aus, aber Content muss trotzdem kommen. Ich habe es nicht dunkler hinbekommen. Ich zeige euch jetzt, wie ich die MG42 spiele. Und zwar spiele ich sie mit dem MX-Schalldämpfer, wie immer eigentlich. Lauf, den vorletzten Lauf für die Rückschusskontrolle und Präzision, ist sehr, sehr wichtig bei der MG.
weil ihr kennt ja die Pickup MG42, die Cross the Map Recoil hat, wo du gar nicht mehr weißt, was abgeht. Deswegen Rückschusskontrolle und Präzision bei dieser Waffe ganz, ganz, ganz wichtig. Visier zocke ich das SVT40 Visier. Ist eigentlich ganz nice, feiere ich. Schaft zocke ich auch den vorletzten, wieder natürlich Präzision und Rückschusskontrolle drauf. Extra zocke ich fester Griff, Präzision und Rückschuss bei Dauerfeuer, bei einem LMG wichtig. Ihr wisst ja, bei LMG immer schön durchsprayen, weil Muni ist auf jeden Fall vorhanden. Extra 2 vollgeladen. Griff zocke ich den Gummigriff, auch Rückschusskontrolle. Eventuell würde ich aber auch hier gecapter Griff zocken. Auch geil. Eins von den beiden finde ich, ist sehr nice. Magazin zocke ich das vorletzte Magazin. 125 Schüsse, Schaden ist erhöht. Ja, da ist die Rückschusskontrolle und Prezi runter. Könnt ihr euch überlegen, ob ihr dann lieber den nimmt. Allerdings nimmt der Schaden dann auch ab. Also ein von den beiden, ihr müsst selber wissen, ob lieber Rückschusskontrolle und Präzision oder Schaden. Ich bin mit dem Schaden gegangen, deswegen ist halt die Waffe nur für Midrange gedacht. Nochmal, die Waffe ist nur für Midrange, keine Longrange. Longrange hat die auch schon einen großen Recoil. Midrange aber eine Bombe. Ja, Unterlauf zocke ich dann den letzten. Und ja, damit diesen Perks. Wichtig, zockt als extra 3 Kampfspeer bei dieser MG. Alleine weil die Waffe hat 125 Schüsse und bei manchen Häusern auf Caldera kannst du durch Wallbang und da ist noch dieser orange Rand. Ihr wisst, was ich meine. Diese Feinde, denen sie Schaden zufügen, werden für kurze Zeit für sie hervorgehoben und für ihr ganzes Team markiert. Und dann könnte die Leute einfach mal durch die Wände Wallbang. Und das, dafür ist die MG einfach gedacht, dass die Leute einfach keinen Bock mehr haben zu spielen. Die Leute weglasern durch Wände und was auch immer. Nachteil, einziger sehr, sehr großer Nachteil bei dem MG, ist, dass ihr nachladen müsst. Ihr müsst irgendwann mal nachladen und das dauert immens lange. Deswegen müsst ihr die MP40 dazu spielen. Also was heißt, ihr müsst MP40? Auf jeden Fall empfehle ich zu der MG eine Maschinenpistole. Die MP40, super geil. Das letzte Video habe ich zur MP40 gemacht, also checkt das letzte Video aus. Link ist in der Videobeschreibung zur MP40. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Wochenstart, meine Freunde.